Morgen, meine Lieben. Wie man sieht, ich bin noch im Schlafentzug. Heute ist mein großer Tag gekommen, auf den ich wirklich schon so lange jetzt warte. Und auch natürlich ein bisschen davor gedrückt habe eine Zeit lang, aber ich das jetzt endlich umsetzen möchte. Und zwar meine Bauchdeckenstraffung und meine Brust-OP. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich muss sagen, es geht noch. Es ist echt okay. Also klar, es ist natürlich aufregend, wenn man operiert wird. Das ist ja nicht alle Tage. Und vor allem hatte ich ja noch nie so einen Schönheits-OP-Eingriff. Alle OPs, die ich hatte, waren bis jetzt auch wirklich notwendig. Ich hätte auch ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich freiwillig mich unter das Messer lege. Aber ihr wisst ja, dass ich mich ziemlich unwohl fühle, vor allem auch mit dem Bauch. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich dachte, ich mache so eine Art OP-Tagebuch irgendwie, dass ich euch irgendwie jeden Tag so ein bisschen mitnehme durch den Tag, wie es mir geht, wie es von den Schmerzen ist, so auf einer Skala von 1 bis 10 oder so, dass man sich das auch vorstellen kann. Ich werde euch gleich nochmal ein Vorher zeigen. Ich wollte nämlich auch einfach so Vorherbilder für mich machen im Bikini oder auch halt für Instagram, dass man das dann sieht, vorher, nachher. Ich glaube, das ist für viele einfach spannend. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz viel nach solchen Bildern gesucht, mir das angeguckt und ja, werde dann erstmal jetzt eine Tasse Tee trinken. Ich darf nämlich bis 2 Stunden vorher noch was trinken. Essen darf ich jetzt nichts mehr, also bis 6 Stunden vorher. Und ich werde um 13 Uhr operiert. Jetzt ist es gerade 10 Minuten nach 9 am Morgen und um 13 Uhr ist meine OP. Um 12 Uhr muss ich da sein, das heißt in 2 Stunden muss ich losfahren. Ich wollte mir vorher noch die Haare waschen, in Ruhe alles aufräumen und ordentlich hinterlassen und ja, meine OP-Tasche dann packen. Und ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Okay, ich sitze jetzt hier vor dem Stapel Badewäsche, die wir haben. Und ich sollte ein Bikini mitbringen für Vorher-Nachher-Fotos. Und ich habe ehrlich gesagt fast gar keine Bikinis mehr. Ich habe eigentlich nur noch Badeanzüge. Ich habe ja die letzten 3 Jahre eigentlich nur noch Badeanzüge getragen und habe die dann irgendwann aussortiert, frustriert. Und habe gar keine mehr, sehe ich gerade. Ich dachte eigentlich, ich habe noch welche. Ich habe jetzt nur den hier. Aber der ist natürlich obenrum auch so richtig schmal, weil ich ja ganz kleine Brüstchen habe. Deswegen danach wird das wahrscheinlich überhaupt nicht mehr passen. Und dann habe ich noch den hier. Das ist nur eine Hose. Ich weiß nicht, was ich davon anziehen werde. So schön weiß, wie ich bin. Und auch da ist natürlich das Oberteil super klein, weil ich, ja, ich konnte ja nicht große Cups jetzt irgendwie oben tragen. Ja, vielleicht ziehe ich einen von den beiden an. Oh Gott. Ja, damit man mal so ein Vorher-Nachher aussieht. Ich werde ja nicht meine Brust jetzt in die Kamera halten unbedingt, aber im Bikini kann ich es euch ja dann auf jeden Fall mal zeigen und Bauch sowieso. So, ich habe mir jetzt mal ein Bikini angezogen. Der ist mir ehrlich gesagt auch oben zu eng. Da drin sehen tatsächlich meine Brüste gar nicht so schlecht aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das ist auch sehr, sehr klein und gequetscht. In BHs habe ich halt immer total viel Luft. Und ja, mein Hauptproblem ist ja auch der Bauch. Von vorne sieht es gar nicht so schlimm aus. Jetzt guck mal, wenn ich den einziehen würde. Da habe ich halt überall diese ja, hängende Haut und von der Seite ist halt immer so ja, ziemlich ja, speckig, sag ich mal. Oder wenn ich mich nach vorne bücke, dann hängt das Ganze hier auch so runter. Und ich bin mit meinem Bauchnabel halt auch super, super unglücklich. Der wurde überhaupt nicht schön gemacht. Und der wird natürlich dann auch erneuert. Ja, das ist so das Vorher eigentlich. Ich muss sagen, in der Kamera sieht es gar nicht so schlimm aus, aber es ist ja nicht so zufriedenstellend. Also vor allem der Bauch, der stört mich halt schon, auch wenn ich was anhabe oder so. Das zwickt immer und tut weh. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Guck mal, wie weiß ich bin. Oh Gott, ich sollte mal in die Sonne gehen. Ja, ich bin gespannt auf das nachher. Ich glaube, das ist der einzigste Bikini, den ich mitnehmen kann. Ich guck mal, weil der ist ja jetzt schon eigentlich zu klein hier. Ich zeige euch das gerade noch mal in einem Oberteil. Also so sieht das dann aus. Also man sieht halt hier, es ist halt relativ flach und dafür ist es hier voluminös. Also ich sehe immer aus, als wäre ich irgendwie so im 3. Monat schwanger. Ja, und ich ziehe jetzt noch meinen ganzen Schmuck aus. Meine Kette und meine Ohrringe habe ich schon ausgezogen. Die Armbänder muss ich gleich noch ausziehen. Und ich packe wirklich nur ganz wenige Sachen ein, also Jogging-Sachen. Ich habe mir extra so ein Hoodie mit Reißverschluss geholt, weil in dem OP-Schreiben steht besser Sachen mit Reißverschluss. Und ja, ich packe wirklich nur das Nötigste ein, ein paar ganz Kleinigkeiten an Make-up, will ich wahrscheinlich nicht benutzen. Aber also heute muss ich natürlich ungeschminkt kommen, keine Bodylotion, kein Parfüm, nichts. Ja, und dann packe ich jetzt mal meine 7 Sachen zusammen.
So, ich bin auf der Station jetzt angekommen. Ich mach mal kurz so. Hier wird mein Bett sein. Ich räume jetzt gerade die Sachen aus und muss jetzt auch sofort in den OP rüber. Habe mich vom David verabschiedet und jetzt geht's los. Also wünscht mir Glück. Ich melde mich hoffentlich später bei euch. So, wie ihr seht, ich bin jetzt schon im OP-Kittel. Bei mir wurde jetzt alles eingezeichnet. Und der Herr Dr. Deb wird mich dann gleich operieren. Übrigens ein sehr, sehr netter Mann. Machen Sie mir ja schöne Brust. Ja, das ist das Ziel heute. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich werde euch natürlich auch seine Praxis und so alles dann unten hin verlinken, wenn ihr da auch Interesse habt. Aber ja, jetzt wird's ernst und jetzt geht's für mich in den OP. Hallo meine Lieben. So, ich melde mich mal ein paar Stunden nach der OP. Also es ist wirklich alles sehr, sehr gut verlaufen. Oh mein Gott, wenn ich hier hinfasse, ich kann es nicht glauben, dass es meine Brüste sind. Ich habe auch keinen so einen Stütz-BH an oder so. Ich liege hier einfach mit der Möppe, einfach nur so ein Kittel drüber. Nein, ich werde meine Brüste nicht auf YouTube auspacken. Keine Sorge, es wird hier keine Piepshow. Aber mir geht es echt gut. Ich habe jetzt gerade was gegessen und natürlich hat es ein bisschen gedauert, bis man so aufwacht. Man ist so ein bisschen dämmerig. Ich muss auch sagen, ich war im OP auch wirklich aufgeregt. Klar, wer ist da nicht nervös? Ich habe so ein bisschen gezittert und war nervös, aber es war eine super Stimmung. Die haben Musik angemacht, die waren super gut gelaunt alle und ich finde, es überträgt sich ja auch auf einen. Ja, und jetzt liegen wir hier im Zimmer. Ich habe auch eine ganz liebe Zimmernachbarin hier bei mir liegen und gucken ein bisschen Fernsehen, unterhalten uns und ich meine, ihr hört ja schon an meiner Stimme, mir geht es wirklich gut. Ich bin ganz alleine, also mit Unterstützung von der Schwester, damit nichts passiert, aber auf Toilette gegangen. Ich kann aufstehen, was ich beim Kaiserschnitt definitiv nicht konnte. Werde mich jetzt mal umziehen für die Nacht und ja, mir geht es einfach gut. Natürlich wirken jetzt auch noch so ein bisschen die Schmerzmittel. Die Schwester kam gerade rein, hat gemeint, ja, heute Nacht werden die Schmerzmittel nachlassen und sie wird uns was hinstellen, falls wir das benötigen. Aber momentan, ich kann meine Arme bewegen frei, ich kann alles machen. Ich halte diese Kamera. Es ist eigentlich, als wäre nichts gewesen. Es ist unfassbar, wirklich. Ich melde mich morgen wieder und ja, werde euch so ein OP-Tagebuch filmen. Leute, es tut mir leid, es sieht nicht mehr appetitlich aus. Ich wollte euch eigentlich mein Frühstück zeigen, aber es ist nicht mehr so viel davon übrig. Wir konnten ja gestern ankreuzen, was wir essen wollten und jo, das sind die Überreste. So, erstmal guten Morgen. Wie man hört, mir geht's gut. Ich hatte nur in der Nacht, man hat halt gemerkt, dass diese Schmerzmittel, die noch irgendwie im Körper waren, von der OP so ein bisschen nachlassen. Und dann hat man schon gespürt, okay, da ist was passiert. Es war ja vorher so, als wäre ja gar nichts. Es war ja unfassbar. Also ich habe ja fast gar nichts gespürt an Schmerz oder so. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass mir die Brüste eigentlich gar nicht wehtun. Ich habe nur das Gefühl, die sind übelst angeschwollen. Und ich merke meinen Bauch. Aber jetzt auch nicht als krassen Schmerz oder so, sondern eher wie so ein Muskelkater, auch weil ich ja diesen Mieder da an habe. Ich habe mir jetzt mal hier was drüber gezogen, weil es jetzt mir ein bisschen frisch war. Also im Bauch ist es wie ein krasser Muskelkater, aber ich bin heute noch nicht aufgestanden. Muss mal gucken, wie das Laufen heute funktioniert, weil gestern bin ich wirklich gelaufen, als wäre nie was gewesen. Ja? Und ich erinnere mich halt an meinen Notkaiserschnitt, ihr bestimmt auch, wo ich einfach gar nicht aufstehen konnte. Ich konnte gar nicht aufstehen, also wirklich nicht mehr allein auf die Toilette. Ich musste ja mit dem Rollstuhl überall hingefahren werden. Ja, und das ist für mich auf jeden Fall schon mal richtig krass. Nachher kommt der Arzt mich besuchen und dann sehe ich auch das erste Mal meinen Bauch. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich bin so gespannt, wie der aussieht. Und ja, also die Brust habe ich natürlich schon gesehen. Und die sehen sehr schön aus. Ja, ich war auch so aufgeregt, dass ich die ganze Nacht eigentlich nicht geschlafen habe. Nicht, weil es hier unbequem ist oder so, oder ich nicht müde war, aber ich war so voll mit Adrenalin und war so, ich konnte das gar nicht glauben, dass das jetzt wirklich passiert ist, dass ich gar nicht geschlafen habe. Okay, ich darf jetzt das erste Mal meinen Bauch sehen. Der Dr. Deb ist jetzt gerade gekommen und ich bin schon sehr aufgeregt, weil ich ja nicht weiß, wie der aussieht. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Mit den Brüsten bin ich ja schon mega happy. Und ihr könnt jetzt dabei sein, während ich meinen Bauch auspacke. Jetzt gucke ich mal, dass ich das irgendwie so platziere, okay. Vielleicht. Der sieht dann natürlich jetzt noch nicht so 100% vorzeigbar aus. Weil ja. Also gestern operiert worden ist. Ich habe dir gesagt, du hast so Streifen, die werden weggehen mit der Zeit. Okay. Diese Einziehung. Okay. Okay, jetzt gucken wir doch mal. Ich kann das auch schon mal ausziehen. Du hast noch gar keinen BH. Nö, habe auch nicht das Gefühl, dass ich den brauche. Ja, das ist richtig. Der ist angenehm. Für den Kopf gedacht. Krass. Gut, dann krempel einfach mal ein bisschen. Die Hose so ein bisschen runter. Ja, und dann
Das ist das erste Mal, dass du den Bauch im Stehen siehst. Ja. Ja, ich sag nur das. Achtung. Keine Ahnung. Meistens ist es so, das ist so ein bisschen, man hat so, ja, so ein bisschen, soll ich sagen, wenn ich jetzt das abmache, hat man so einen Eindruck, da fehlt was. Ja? Weil die Stütze natürlich Leg mal die Hände drauf. Das ist jetzt noch. Oh ja, das ist ganz billig. Ja. Yeah. Und das geht aber. Ist das Wasser in der Gruppe? Das ist weniger Wasser, das ist, weil das ist so reingesteppt, das sieht man hier. Das sind die Nähte, das sind ganz viele Nähte. Das ist wie so eine Steppdecke quasi. Und wir haben ja gestern auch einen neuen Nabel, ganz neuen Nabel gemacht. Ja. Das heißt, der alte ist verschwunden. Gott sei Dank. Und krass. Kann ich das alles so anfassen? Und ja, natürlich, da passiert nichts. Und du kannst auch ganz normal duschen damit. Ja? Und diese das geht alles weg. Das ist jetzt, das sind alles jetzt Schwellungen. Das ist Wundwasser. Das ist ja auch gepresst von dem Kompressionsgurt. Ja. Und da solltest du auch, den solltest du auch noch ein bisschen tragen. Und ich mache dir das auch gleich wieder drauf. Krass. Ja? Und du wirst auch feststellen, dieser Gurt, der wird dir gut tun. Krass. Ja? Weil du fühlst dich einfach sicher damit. Wie flach das ist einfach. Ja. Und ich habe aber hier unten so ein Pflaster, ne? Nein, das, was hier entlang läuft, das Pflaster. Genau, das lasse ich dann auch immer drauf bis zur Kontrolle. Ganz ne? Genau, du kannst dann damit ganz normal duschen. Das brauchst du also nicht wechseln, auch das musst du nicht wechseln. Wir haben eine Kontrolle nächste Woche. Ja. Und dann gucke ich mir das an. Ach krass. Ja. Wie lang mein Bauch ist, von der Seite. Ich habe mal von der Seite, genau. Krass. Wow. Hallo meine Lieben, einen Tag später. Ich habe mich gestern irgendwie gar nicht mehr gemeldet bei YouTube jetzt hier. Sorry, habe es irgendwie vergessen. Ja, meine erste Nacht war okay. Muss aber sagen, dass die Schmerzen dann schon noch gekommen sind. Also es ist nicht so, dass ich jetzt gar keine Schmerzen habe, wie es am Anfang der Fall war. Ich möchte euch das komplett ehrlich hier alles erzählen. Am Anfang dachte ich echt so, ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe einfach gar keine Schmerzen. Mir ging es ja extrem gut, also wirklich schon so, dass man sich denkt, das kann doch gar nicht sein. Hab das natürlich euch dann auch so gesagt. Und ich würde sagen, so ab Nachmittag ging das so los, dass ich ja vor allem meinen Bauch halt gespürt habe. Jetzt auch nicht so, dass ich sage, das sind jetzt die absoluten Hardcore-Schmerzen, sondern eher so wie so ein starker Muskelkater im Bauch. So fühlt sich es eigentlich auch immer noch an. Diese Corsage drückt mich halt schon ziemlich. Dr. Depp meinte dann auch, ich kann die auch ein Stück tiefer setzen oder ich habe mir jetzt hier dazwischen noch so eine Binde gemacht, damit das nicht so direkt auf die Brust auch drückt. Aber Brustschmerzen habe ich wirklich gar nicht. Also das ist einfach krass. Ich habe ein bisschen Muskelkater, wenn ich so mache, kann aber immer noch frei die Arme bewegen. Das ist gar kein Problem. Habe heute Morgen auch den Kindern schon Brote geschmiert. Merke aber, wenn ich zu viel körperlich mache, dass es schon für mich anstrengend ist. Aber ich möchte auch nicht nur liegen, weil ich habe jetzt schon starke Rückenschmerzen und habe automatisch diese gebückte Haltung eingenommen, die ich die ersten Stunden gar nicht hatte. Ich stand ja ganz aufrecht, aber mittlerweile muss ich schon so gebückt gehen. Also das merke ich, dass so eine Spannung auf der Narbe einfach ist. Man muss sich ja vorstellen, da ist ja auch ein großes Stück Fleisch, Haut weggeschnitten worden. Ich habe übrigens auch ein Foto davon, das ist so eklig, das werde ich auch nicht zeigen, um Gottes Willen, aber ja, ich meine, irgendwo müssen ja auch die Schmerzen dann sein, ne? Also so ganz ohne geht es halt dann doch nicht. Es ist aber auf jeden Fall aushaltbar und ja, es ist ja eigentlich, also es ist ja auch wirklich ein großer Eingriff, eine Brust-OP und eine Bauchdeckenstraffung zusammen zu machen, ist schon eine große Geschichte. Aber ich glaube, dass ich da wirklich eine gute Wahl getroffen habe beim Dr. Depp, weil die Brustschmerzen wirklich sind gar nicht der Rede wert und Bauch ist auch auszuhalten. Ich habe da wirklich andere Leute schon gesehen, die so gelitten haben und so, die konnten gar nichts wirklich. Auch Freundinnen von mir, die nur die Brüste haben machen lassen, hatten so Schmerzen, die konnten 2 Wochen lang gar nichts machen. Und ich glaube, wegen der Brust wäre ich jetzt einfach so gar nicht eingeschränkt. Also eine Freundin von mir hat ja auch vor einer Woche dort die Brüste machen lassen und die hatte gar keine Einschränkung eigentlich. Ja, und es ist eigentlich nur der Bauch, der mir so ein bisschen Probleme bereitet. Ja, auf jeden Fall werde ich heute das erste Mal versuchen zu duschen.
Und ich habe heute Nachmittag einen Termin bei der Lymphdrainage, da nehme ich euch auch mal mit. Das ist wie so eine Art Massage irgendwie, um dieses Wundwasser auch loszuwerden und um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Das hatte mir der Arzt auf jeden Fall empfohlen und das werde ich jetzt regelmäßig machen. Er hat, glaube ich, gesagt, am besten 3 Wochen lang so 10 Anwendungen oder so. Genau, das mache ich. Da fährt mich mein Papi später. David macht für uns jetzt Frühstück und ja, ich melde mich immer mal bei euch. Und vielleicht ist es auch interessant zu wissen, so vom Schmerzensgrad her. Ich würde jetzt mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das Schlimmste ist, sind die Brüste bei 1, 2, irgendwie so, also wirklich minimal. Und der Bauch, würde ich sagen, bei 5. Ja, also das sind Schmerzen da, aber es ist aushaltbar. Ich hatte in meinem Leben schon sehr, sehr, sehr viel schlimmere Schmerzen. Die Geburt war für mich das Allerschlimmste damals und auch die Eileiterschwangerschaft und vor allem sogar mein Nabelbruch und der Notkaiserschnitt waren wirklich sehr viel schlimmer als das jetzt. So, ich liege jetzt, oh Gott, ich muss versuchen aufzurichten. Das ist noch ein bisschen schwierig. Oh Gott, im Bett. Guck die ganze Zeit ein bisschen Fernsehen und hänge am Handy. Aber ich glaube, ich schlafe jetzt einfach mal eine Runde oder versuche es. Das Problem ist, ich weiß manchmal nicht mehr, wie ich mich hinlegen soll. Dass ich keine Rückenschmerzen mehr habe. So, ich mache jetzt mal diese Kiste aus. Ich muss aber sagen, dass der Fernseher im Schlafzimmer sich jetzt schon bewährt hat. Ich baue mir dann immer hier das so hoch, weil ich darf ja nicht ganz gerade liegen, also so für den Bauch. Und meistens habe ich die Füße automatisch schon so angewinkelt, dass einfach nicht so viel Spannung auf die Narbe kommt. Ich habe eben beim Duschen ein Foto gemacht von meiner Narbe, die so ein bisschen blutig war, wo ich so ein bisschen ja, Angst hatte und habe das meinem Arzt geschickt, aber er meinte, es wäre gar kein Problem, das ist normal, dass es nochmal 2 Tage oder so nachnässt. Ich habe ja keinen Verband oder so, ich habe hier nur so ein dünnes Pflaster eigentlich drüber. Meine Brüste, boah, die sind so geschwollen. Ich weiß nicht, ob ich das... Guckt euch das mal an. Ich habe überall noch die Einzeichnungen für die OP, guckt mal. Ey, die sind so geschwollen gerade, das ist brutal, ich sehe aus wie ein Pornostar. Die bleiben natürlich nicht so. David war gerade leicht irritiert. Als er im Badezimmer stand. Ich habe gesagt, er soll bitte dabei bleiben. Bei mir wurde dann auch ein bisschen schwindelig. Ich habe immer so ein bisschen Kreislaufprobleme nach Operationen. Und dann war er dabei und hat gemeint, boah, also richtig krass. Also die sind halt wirklich sehr angeschwollen. Aber da habe ich keine Schmerzen. Das ist wirklich eigentlich mehr der Bauch, der mir Probleme bereitet. Ich überlege jetzt, ob ich vielleicht wirklich nochmal so ein bisschen mich ausruhe, ein bisschen hinlege. Ich bin halt ein totaler Seitenschläfer und es fällt mir schwer, auf dem Rücken zu schlafen. Weil ich da jetzt auch mittlerweile einfach Rückenschmerzen habe. David hat mir ein bisschen Obst gebracht. Voll süß, ich habe eben schon mein Wasser umgeschmissen. Mir ein bisschen Obst hier gemacht. Ich habe eine Ibo noch eingeschmissen. Und bevor die Kinder aus dem Kindergarten kommen, wollte ich noch mal ein bisschen dösen und mich ausruhen. Weil wenn die da sind, versuche ich trotzdem auch ein bisschen unten zu sein. Aber meine Mami kommt später auch noch und mein Papa bringt mich dann zur Lymphdrainage rüber. Ja, ich habe hier auch noch ein Nackenkissen. Und ja, versuche jetzt ein bisschen mich auszuruhen. Oh, ich will euch gerade zeigen, wie ich laufe. Ich laufe so wie Quasimodo. Ich kann mich nicht strecken und es geht extrem hier auf den Rücken. Oh Gott, ich habe gerade versucht, ein paar Klamottenstücke wegzulegen, aber das ist anstrengend. Ich glaube, ich lege mich wieder ins Bett. So mobil bin ich gerade irgendwie nicht. Ich bin jetzt im Auto, mein Papa fährt mich jetzt zur Lymphdrainage und da geht auch schon mein Handy. Es ist unglaublich, wie viele Nachrichten ich in den letzten Tagen bekommen habe, wie es mir geht und so. Das ist echt, ich muss mal kurz reingehen. So, mein erster Termin bei der Lymphdrainage ist zu Ende. Es war wie so eine sanfte Massage, wo man so das Wundwasser so ausmassiert. Also war super angenehm. Und jetzt gehe ich nochmal nebenan zum Dr. Deep rüber. Hallo, heute ist Tag 3 nach meiner OP.
Und mir geht's heute wirklich total gut, muss ich wirklich sagen. Also mir geht's heute echt super. Gestern gab es mal so ein paar Momente, wo es mir nicht so gut ging, wo ich Schmerzen hatte. Aber heute echt wunderbar. Ich habe heute Morgen nur noch ein Frühstück mit Ibu genommen. Aber hätte die eigentlich gar nicht so wirklich gebraucht. Ich habe die auch mehr genommen, um die Entzündung so ein bisschen schneller heilen zu lassen. Aber weniger wegen den Schmerzen. Und nachts ist es vielleicht dann eher so, dass ich ein bisschen Schmerzen bekomme. So je nachdem, wie ich auch liege. Ich trage jetzt die ganze Zeit dieses Korsett hier. Das muss ich auch 6 Wochen tragen, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Und das ist halt schon also ziemlich straff und eng, das muss es auch sein. Hier, was hier drunter durchguckt, zeige ich euch, das ist einfach so, das sieht aus wie eine Wickelunterlage, ehrlich gesagt. Das gebe ich mir so unter den Bauch, damit es nicht so reibt mit der Corsage, einfach so als Schutz, ja. Und das hat ja gestern noch bei mir so ein bisschen nachgeblutet, deswegen hat mein Arzt mir die jetzt hier mitgegeben. Aber seitdem habe ich auch nicht mehr geblutet. Ich war ja gestern noch mal zur Kontrolle. Ich war einmal bei der Lymphdrainage. Ich hatte ja auch keine Drainagen, weder von der Brust noch von der Bauch-OP. Wird ja auch nicht so oft gemacht. Fand ich aber mega geil, weil so Drainagen ja auch manchmal schmerzhaft sein können. Oh, David hustet alles im Hintergrund. Ich mache die Tür zum Moment. Du hustet alles im Hintergrund. Genau. Und diese Lymphdrainage hat mir auch sehr, sehr gut getan. Die wurde mir auch empfohlen. Mein Arzt hat gesagt, es wäre super, wenn ich das im Anschluss mache. Das wäre auch für die Wundheilung super gut. Und jetzt habe ich mir direkt 10 Termine gemacht. Also ich mache das jetzt 3 Wochen lang, jeden zweiten Tag. Das ist wie so eine ganz sanfte Massage. Es wird wirklich nur so ganz sanft massiert und ist total entspannt eigentlich. Man liegt da so 45 Minuten da und ja, könnte eigentlich dabei einschlafen. Und ich war ja gestern das erste Mal, also 2 Tage nach meiner OP da und es war wirklich gar nicht schmerzhaft. Die hat dann auch alles gefragt, ob es weh tut oder so. Hat mir nicht wehgetan. Ja, also wie ihr sehen könnt, mir geht's erschreckend gut. Das ist so krass. So, jetzt habe ich mich ein bisschen geschminkt. Da fühle ich mich irgendwie auch immer gleich gesünder. Keine Ahnung, irgendwie. Ja, ich möchte mich auch gar nicht krank fühlen und nur im Bett liegen. Die ersten 2 Tage habe ich jetzt mich echt viel geschont. Und jetzt lag ich auch wieder so 1-2 Stündchen da oben. Ey, mal ganz ehrlich, ich habe es jetzt auch ein bisschen ausgenutzt, so als Mama. Man kann sich ja sonst nie hinlegen und ausruhen. Das hat auch echt mal gut getan. Ich habe dann Serien geschaut und Zeitschriften angeguckt. Ja, also es war ehrlich gesagt mal ganz entspannt. Aber ich möchte auch nicht jetzt die ganze Zeit nur liegen, weil mir geht es jetzt auch eigentlich relativ gut und will wieder so langsam anfangen, zurück in meinen Alltag zu finden. Hallo meine Lieben, heute ist der 4. Tag nach meiner OP. Ich war duschen, habe mich gerade ein bisschen geschminkt und fertig gemacht und wollte euch wieder ein Update geben. Mir geht es heute wirklich gut. Ich bin immer noch so ein bisschen gebückt, was aber nicht schlimm ist, außer dass halt mein Rücken sehr schmerzt. Ich habe jetzt extra mal ein enges Oberteil angezogen, um euch zu zeigen, wie die Situation momentan ist. Ich muss aber sagen, die sind extrem geschwollen, meine Möppe. Ne? Also das ist wow. Ich bin wie so ein Pornostar. Aber ja, das bleibt nicht so. Wollte es euch aber trotzdem mal zeigen. Also ja, so sieht das jetzt aus. Ich glaube, ich habe es hier schon im Vlog gesagt, aber ich sage es nochmal, falls ich es nicht gesagt haben sollte. Ich habe in einer Brust 360 Milliliter und in der anderen 390. Ich weiß jetzt leider gerade nicht mehr auswendig, welcher. Ich glaube, in der hier hatte ich mehr drin, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, um das anzugleichen, weil einer halt größer war als die andere. Und ja, ich habe mir gerade die Haare gewaschen. Alles wunderbar soweit. Ich möchte euch heute auch noch mal gerne ein Update geben zu meinem Bauch, weil ihr habt den ja nur gesehen frisch nach der OP. Es ist ja immer noch frisch nach der OP, ne? Aber genau, ich habe sogar überlegt, ob ich jetzt ein Bikini anziehen soll. Ah nee, komm, hör mal, das muss nicht sein. Aber ich ja, zeige euch auch gleich mal meinen Bauch. Ja, ich konnte heute auch schon ein bisschen wieder was im Haushalt machen, so ein bisschen mit Wegräumsachen oder ich habe die Kinder schon einmal gewickelt und so. Aber mein Arzt meinte auch, Saskia, mach mal ein bisschen langsam, ne? Du bist schon ein Extremfall. Aber ja, ich bin auch so ein Typ, ich muss mich dann bewegen. Also ich merke ja auch selber. Ich finde, man merkt auch selber, wenn es zu viel wird, dann mache ich auch eine Pause, setze mich hin und ja, aber wenn ich das Gefühl habe, nee, ich kann das jetzt, dann mache ich dort in der Regel auch und möchte mich auch nicht so krank fühlen. Und mir geht es ja auch nicht schlecht. Also mir geht es ja auch gut. Deswegen, ich bin super happy. Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier nach 4 Tagen stehe, geschminkt, mit Haare gewaschen und dass es mir so gut geht. Das ist echt,
der absolute Wahnsinn. Also einfach nur heftig. Und ja, ich zeige euch jetzt gerade nochmal meinen Bauch. So, ich stelle euch gerade mal hier ab. Also ich habe extra hier eine lockere Hose auch angezogen. Also eine Jeanshose und so geht natürlich erstmal nicht. Ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Und ich habe ja die ganze Zeit diese Corsage, die muss ich ja 6 Wochen lang tragen. Und darunter, ich nenne es jetzt mal Wickelunterlage, ich weiß nicht, wie man das nennt. Und die Corsage soll ich halt auch wirklich immer tragen, außer beim Duschen. So, zur Seite legen. Da ist noch so ein bisschen Wundflüssigkeit manchmal, aber ja, nichts Schlimmes. Und so sieht mein Bauch aktuell aus. Ich muss sagen, er juckt langsam. Also ich glaube, das ist ja auch immer so Teil von so einem Heilungsprozess. Ich würde am liebsten anfangen zu kratzen, weil der so mich juckt. Und es ist halt auch Wasser so ein bisschen drin oder Wundwasser, ich weiß nicht genau. Aber man sieht schon, glaube ich, ganz gut, dass er halt echt flach ist. Das ist so crazy, wirklich. Es ist so verrückt einfach. Und ich habe ja gesehen, es wurde wirklich viel, also viel Haut weggeschnitten. Oh mein Gott, das ist so eklig, dieses Bild. Das kann ich hier auch nicht posten. Und nächste Woche kriege ich dann meine Pflaster auch mal gewechselt. Dann sehe ich auch mal meinen Bauchnabel. Ich weiß ja gar nicht, wie der Bauchnabel aussieht. Der war ja auch so schlecht gemacht worden bei mir. Ja, und das ist der aktuelle Stand. Ich glaube, hier sieht man es besser. Das ist richtig, richtig flach. Also es wird jetzt langsam auch so ein bisschen blau und gelb. Ah ja, und hier sieht man auch so die Narben hier von den Brüsten. Obwohl, da sind auch Pflaster drüber. Aber Brüste, ja, merke ich fast gar nicht. Die sind auch ein bisschen taub. Und der Bauch, da spüre ich eigentlich schon. Da spüre ich eigentlich alles. Das juckt. Ich würde am liebsten kratzen wollen. So, das war meine OP-Woche für euch. Ich hoffe, ihr konntet daraus, ja, euch vielleicht auch dafür begeistern, wenn ihr das schon lange vorhattet oder euch trauen, die OP anzugehen. Aber ich muss wirklich sagen, es gibt da Unterschiede. Ich kenne viele Mädels, die da auch wirklich sehr gelitten haben. Ich bin wirklich davon überzeugt, dass das am Arzt liegt. Ich kann es mir nicht anders erklären. Es ist einfach diese spezielle Technik, die ihr da operiert. Und ich bin einfach nur so froh, dass ich es jetzt gemacht habe, dass ich es hinter mir habe, dass es mir so gut geht und ich jetzt einfach total glücklich und zufrieden sein kann. Und ja, ich werde euch natürlich immer mal wieder zeigen, wie das Ganze sich entwickelt, wie es aussieht, wie das dann auch aussieht, wenn es abgeheilt ist. Und ich freue mich auf den Sommer, was soll ich sagen, auch wenn gerade Schnee liegt. Ich freue mich auf den Sommer und ja, schön, dass ihr mich dabei wieder begleitet. Dankeschön fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Tschüss.